So, hallo Leute, herzlich willkommen hier zur zweiten Herausforderung bei Magic the Gathering 2014. Ja, für den Krieg rüsten. Schauen wir uns das hier gleich direkt mal an. Wie ich am ersten Teil schon gesagt habe, sind die Herausforderungen meiner Meinung nach etwas zu einfach. Ja, dein Gegner verfügt über eine mächtige Verteidigung. Nutze deine Ausrüstung, um in diesem Zug zu gewinnen. So. Er hat 4-2-2er, die nichts weiter können. Wir haben 4-2-2er, die nichts weiter können. Wir müssen ihm 8 Schadenspunkte zufügen. Wie machen wir das? Ja, wenn man das jetzt so sieht, ist natürlich wieder Trampelschaden wichtig. Wie kommen wir jetzt an Trampelschaden? Wir haben ja eine Ausrüstung, plus 1, plus 0 für jede Ausrüstung an der Kreatur. Dann haben wir die Ausrüstung, die ist am wichtigsten, oder das ist die Kernausrüstung, die wir brauchen. Denn die ausgerüstete Kreatur erhält plus 3 plus 0 und verursacht Trampelschaden. Allerdings kann man das nur ausrüsten, wenn die Kreatur Stärke 3 oder mehr hat. So, auf alle Fälle werden wir die einmal spielen, da wir die sowieso brauchen. Dann müssen wir noch gucken, wie wir jetzt die Kreatur verstärken. Dazu nehmen wir die. Denn mit dieser Ausrüstung erhält die ausgerüstete Kreatur plus 1 plus 0 für jede auf sie angelegte Ausrüstung. Werden wir jetzt hier einfach eine so eine Katze, also so einen Löwen, ausrüsten und dadurch erhält sie halt 3 Stärkepunkte und wir können diese Ausrüstung auch drauf, ja, darauf anwenden. Und jetzt haben wir noch 3 Mana zur Verfügung und wir können jetzt weiter keine andere Ausrüstung mehr großartig benutzen. Also spielen zwar schon, nur dann leider nicht mehr ausrüsten. Das Einzige, was wir noch machen können, ist die zuverlässige Machete spielen. Werden wir auch machen für einen Mana. Und dann natürlich für 2 Mana ausrüsten. Erhält nochmal plus 2 plus 1. Allerdings nochmal 1 plus 0 dazu, weil ja von der anderen Ausrüstung die Fähigkeit dazu kommt, dass sie plus 1 plus 0 für jede Ausrüstung erhält. Dadurch haben wir jetzt ein 10-3er mit Trampelschaden. Und wenn wir jetzt angreifen, reicht das ohne Probleme. Da egal wie er jetzt blockt, kommen immer 8 Schadenspunkte durch. Wenn er den einzeln blockt, sind das die 8 Schadenspunkte, die hier als Trampelschaden durchgehen. Wenn er den mehrfach blockt, kommen halt die anderen Schadenspunkte ungeblockt durch und sein Trampelschaden sowieso noch. Also sind es immer 8 Schadenspunkte, die durchkommen. Da wir insgesamt 16 Schadenspunkte zur Verfügung haben und er nur 8 hat, die er verhindern kann, somit kommen immer 8 Schadenspunkte durch. Und damit ist die Herausforderung auch gewonnen. Kurzes, knappes Video. Das wird bei den anderen Herausforderungen auch nicht anders sein, da ja, es an sich nicht wirklich kompliziert ist. Manchmal ein bisschen ein Kniff dabei, aber das zeige ich euch dann noch. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der dritten Herausforderung. Und bis dahin, macht es gut.